Aloha, willkommen zurück zur nächsten Folge und wir kümmern uns jetzt um die restlichen Skelette, die da lauern. Aber wir müssen gucken, dass wir den Skelettmagier da kaputt kriegen, weil der holt uns immer wieder neue Skelette ran. Und das ist doof. Was war das? Lag. Warum ist die Tür zu? Okay, warum sind die Türen zu? Machen die Skelette die Türen zu? Hä? Wir haben die Türen doch nie angefasst, oder? Da ist der Skelett-Magier-Lump. So, jetzt schnell zu ihm hin. Bevor er noch Blödsinn macht. Lol. Guck mal, ein Zombie. So, den haben wir auch zu Klump. Boah, na, komm. So, das wär's. Da haben wir noch ein Feldknüterich und eine Steintafel. Und hier war noch der andere Zombie, ne? Genau. Wimmelt nur so von Untoten in den alten Minen. Ups, ich dachte gerade, warum geht die Maus nicht mehr? Komm ran. Genau. Oh, noch mehr Zombies. Wie er halt immer splattert, wenn man die trifft, ey. Von dem ekligen. Verschimmeltem Fleisch. Genau. Wir heilen uns nochmal mit der heiligen Stimme. Das ist immer ein so erhellender Klang. Ach ja, Truhe. Links, rechts. Also. Was für eine Truhe. Boah, da habe ich gut geraten, ey. Richtig geil. Nachher sagen wir hier, du hast vorgespielt, du weißt alles, wie das geht. Nee, weiß ich nicht, das war wirklich einfach nur Glück. Da habe ich echt geraten und hier ist gar nichts. Okay. So, dann gucken wir mal, ob wir einen der Trolle da unten besiegen können. Wir haben ja noch den Eisblock. Ob der überhaupt funktioniert bei Trollen, müsste der eigentlich. Probieren wir einfach mal. Wir wollen ja so viel XP mitnehmen, wie geht. Hier müssen wir raus. Und durch die Tür. Aber es ist lustig, dass nach einem Laden eines Spielstandes die Türen wieder zu sind. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Nee. Haben die Skelette hinter sich zugemacht, damit sie sich da weiter verstecken können. Und kein Mensch, der mehr reingeht. Ja, hier haben wir den Feuerbogen gefunden. Dexter ist auch schon Wurmfutter. Genau, und dann taucht hier auf einmal Greg auf. Das war lustig, wie er uns geholfen hat. Alter, seht ihr das manchmal, diese Teleportation durch dieses Geruckel? Hey, was ist denn los auf einmal? Oh, haben wir gar nicht geplündert, deswegen liegt er da noch. Ja, immer wenn die Leichen noch Sachen im Inventar haben, verschwinden die nicht. Halt, wenn das Inventar ausgeräumt ist, dann verschwinden die Leichen. Außer bei Tieren. Aber ich glaube, bei der KI, also bei den humanoiden Menschen, Männchen, Frauzkis. Okay. Ist ein Drachensnipper. Da sind zwei Drachensnipper. Okay. Wir verarschen die Drachensnipper einfach. Wo sind die auch Snapper? Da müssen wir einen Weg rumfinden, ey, weil die. Oh,
Haha. Die hängen an der Klippe, die hängen an der Kante. Oh. Sie hängen nicht, sie kommen. Der hat einen Schaf umgebracht, die Sau. Aber jetzt, wenn er da so hängt, ne? Und sein Kumpel da so am Baum festhängt. Pass mal auf, was wir mit seinem Kumpel jetzt machen, wenn das klappt. Boah, macht der Schaden. Zurückspringen, nicht treffen lassen. Immer wenn er beißen will, Kelle geben. Boah. Jawohl. 400 Erfahrungspunkte. Drecksviecher. So, wir heilen uns kurz hoch. Oh. Stimmt, dieses Fitzelchen könnte uns das Leben kosten. So, wo ist der andere? Oh, du Schafskiller. Und Pferde bringt einfach kleine Schäfchen um. Schwein. Priester. Dinosaurier. Snapper. Von die Drache. Aber das schaffen wir nicht. Ja, das schaffen wir nicht. Du da! Nein! Verdammt! Weil wir die Hits nicht gekriegt haben. So eine Scheiße. Ich habe die kritischen Treffer nicht gekriegt. So. Der backt da noch. Den holen wir uns jetzt zuerst, dann sein Kumpel. Das kriegen wir hin beim Kumpel. Ich habe nicht gemacht wie das bei dem. Warum blockst du denn? Du Arschloch. Oh. Nee, nicht zum Großbauern. Geht auch Wunden heilen. Ist er dann immer so ein Stück nach oben schwebt, ist cool, ne? Feuerbogen. Aber was wir jetzt machen, ey? Wir probieren jetzt mal Feuerbogen aus. Das wird easy. Pass mal auf. Warum kann ich den Drachensnapper nicht anvisieren? Was soll denn das? Hallo, Spiel. Okay. Es macht. Der Feuerbogen hat sehr viel Schaden bei einem Drachensnapper. So, wir springen nach vorne und holen ihn uns jetzt. Penafie. Ich dachte, der Feuerbogen ist jetzt so... Ach, der macht nur... Okay. Hätte ich mir auch den gegangen. Ich habe gerade nicht auf die Schadenszahlen geachtet. Oh Gott. So, ihr wisst ja, wir brauchen nicht mehr viel Stärke. Dann können wir unser nettes kleines Ordensschwert benutzen. Den Zweihänder. Ich hätte den vielleicht auch in Einhänder nehmen sollen, ne? Weil wir halt besser zuhauen mit dem Einhänder. Aber kann man ja lernen. Wir gucken mal kurz auf die Steintafel, die wir gefunden haben. Was ist... Oh, Lebensenergie plus 3. Kann weg. Oh, das ist Innos. Das hat sonst... Ja. Hat der noch irgendwas zu sagen? Ah, von dem können wir das jagen. Lernen. Wir heilen uns nochmal. So, wir müssen mal den Eisblock auf eine Taste legen. Auf 10 ist er, okay. Da nochmal schnell einen Mana-Trank hinterher. Und wir gucken mal bei den Trollen vorbei. Und dann müssen wir Stärke lernen. Also wir können dann nochmal eine Drachenwurzel essen. Und ich weiß jetzt ja auch, wo der schwarze Troll ist. Der ist da oben. Habe ich ganz vergessen. Der ist ja eingezeichnet auf der Karte. What? Wo bist du? Okay. Das... Steh auf! Steh auf! Steh auf! Warum steht er nicht auf? Okay. Vergessen wir das. Funktioniert nicht. Können wir vergessen. Wegen ihren Stärke lernen. Können wir mal am Arsch lecken, das Spiel. Ach, der Drachensnapper ist ja auch noch hier.
Okay, funktioniert nicht. Ich dachte, es funktioniert mit dem Eisblock. Aber anscheinend nicht. Hallo, was machst du? Ja, jag die nächsten Schafe. Was ist das für ein Arschvieh? Was geht mit dem Kackvieh ab? Alter, das laden wir jetzt nochmal. Was geht denn mit dem Pissvieh? Ich will hier nicht, dass andere immer durch den Bug sterben. Gerade ist Pepe auch durch scheiße Bug gestorben. Seht ihr das? Du Arsch, Dino. Pepe, geh weg. Pepe. Ein Mist wie weniger. So. Hm. Genau, Hafenstadt. Zack. Ich habe nur den Feuerbogen auf dem Rücken. Ah, ist ganz cool. Feuert schön. Mich brauchst du das. So, wir lernen jetzt Stärke. Dann 2 Hand. Dann gib ihn. Ja, das klappt schon. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Ich frage mich, ob wir überhaupt schon alle so Steintafeln gefunden haben. Es gibt von Einhandkampf, Zweihandkampf oder Armbrustschießen. Muss es doch bestimmt noch welche geben. Ich hätte das anders gemacht. Aber 18 Punkte, okay. Ich könnte dir Sachen erzählen. Da können wir jetzt einmal Stärke lernen. Das ist eine schlimme Sache. Und dann die restlichen 2 Pünktchen. 3 Punkte. Ich will stärker werden. Okay. Zwanzig Punkte. Alles klar. Okay, wie viele Drachenwurzeln haben wir? Wir haben 4 Drachenwurzeln. Wenn wir jetzt 2 davon essen, 15, dann müsst. Ach, verdammt. Wir müssen draußen rumlaufen, echt. Wir brauchen die 20 Punkte. Alles klar. Wie viel brauchen wir denn fürs nächste Level? Boah, wir brauchen noch so viel fürs nächste Level ab. Was können wir hier denn noch machen? Drachenjagd, die Sonnen. Wir könnten die Quest nochmal machen. Geschänderte Schreine können wir auch nochmal zu Ende bringen. Eine gehängnisvolle Situation zeigen. Okay, das. Aufs Maul? Ach ja. Wir könnten mal versuchen, Bulko oder so auf die Fresse zu hauen. Joe. Ja, stimmt, der ist auch verschwunden. Das ist schon lange bekannt. Was machen wir jetzt? Der Pfad der Tugend ist lang. Wir müssen gucken, dass wir irgendwoher noch Erfahrungspunkte bekommen. Wir müssen echt Viecher killen jetzt, Leute. Das heißt nochmal grinden. Also ich will echt mit dem Ordensschwert, erst zur Drachenjagd gehen. Es muss ja doch sicherlich noch auch Stellen geben, wo wir noch nicht waren. Also wir könnten versuchen, die Gruft natürlich unten nochmal auszuheben. Ne? Da sind wir abgehauen. Weil da die, wenn wir die drauf machen und die da besiegen, taucht der Schattenlord auf. Dafür bräuchten wir aber am besten einen Feuerregen, um die zu besiegen. Die auf einmal alle halt. Hast du bitte. Zeig mir deine Ware. Das ist mal wieder typisch. Und jetzt sogar Feuerregen dabei. Gut, ich würde sagen, wir probieren das einfach mal mit der Krypta. Wo war das? Großbauern, ne? Zack. Da war das jetzt in die Richtung hier. Speichern wir natürlich vorher ab. Probieren das mit dem Feuerregen. Und dann okay. Und dann könnten wir echt versuchen, zum schwarzen Troll und da für die Sagitta diese Blume zu sammeln, ne? Warum erfahre ich das jetzt erst? Er musste es ja besser wissen. Denke ich mal, das machen wir, das machen wir. Ich muss ja noch Stellen geben, wo es Viecher gibt. Okay, die ganzen Waage, die hier rumlaufen, sind einfach zu heavy. War da irgendwas besagt? So, Heilpflanze, okay. Sind echt noch zu heavy, also wenn die in den großen Gruppen kommen. Einzelne gehen halt, das wisst ihr. Aber wenn die zu zweit sind, wird das halt schon mega schwer.
So. Tut es mutig, bevor ich hier überhaupt speichere, springe ich schon runter. Das ist natürlich schlau. Ah, wir haben keine Mana mehr. So, wir heilen uns. Feuerstumpf können wir weglegen. Feuerregen ist auf der 10. Brauchen wir den jetzt schon? Sind schon die Viecher da? Okay, sind doch. Alten Pissviecher. So, schnell hochheilen und am besten nochmal trinken, weil jetzt ein Trank war. Was war das denn gerade? Ich sage, oh, der beschwört doch schon wieder die ganzen Skelette, das Kackvieh, oder? Der Drecksack. Und ist er denn? Okay. Waren wir an der Truhe hier schon? Ach nee, das war die, ne? Genau. So, wir gehen jetzt an die Truhe hier. Schneller. Schneller, nimm das Gold. Da ist nichts zu holen. Boah, guck mal. Ja, ja. Boah. Alter Schwede. Bup. Junge, spring doch nicht dagegen. Au, au. Was war das? Ne, ich will nicht die ganzen rustigen Nacht-Zweihänder. Den kennen wir ja, ne? Ah, stimmt. Schade. 105, 105. Schattenlord. Okay. Schattenlord Inubis. Hat wenigstens ein bisschen Gold dabei. Jetzt ist er tot. Jetzt haben wir ihn befreit. Der ehemalige Paladin, der dem Bösen verfallen ist. Was macht der Schalter? Ich dachte, das geht wieder zu. Wenn wir die Schalter jetzt drücken, das wäre cool. No? Nein? Okay. Okay, wie kommen wir am schnellsten dahin? Kloster, ne? Oh, Kloster und jetzt? Ah, Scavenger waren da ja auch überall nicht mehr. Hier war auch nichts mehr, aber wir können nochmal jetzt an dem Typen hier vorbei. Beigehen, der hier vorne sitzt. Dieser. Ich wollte schon gerade sagen, Mönch, meine Feuermagier natürlich, weiß jetzt nicht, wie der heißt. Der Name fällt mir jetzt echt nicht ein. Iskurat oder so. Meister, bla bla. Hey! Iskarot. Keine Ahnung. Ja. Zeig mir deine Ware. Was hat er denn so schön? Das sind ein paar Tränke. Nehmen wir einfach mal mit. Eisblock können wir gebrauchen. Verwandlung in Schaf, ja. Super, sonst hat er hier auch nichts Tolles. Okay, das wär's. Möge Innos allzeit über dich wachen. Immer. So, und wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge von Gothic 2. Bis dahin, tschüss.